In diesem Video Gartenrundgang März. Wir gehen zu den Schildkröten. Es wird Vergleiche Torf, kein Torf, Dünger, mineralischer Dünger geben. Es gibt etwas zu gewinnen für euch, also unbedingt dranbleiben. Und verflucht. Nein, die Aussaaten. Ich habe vergessen auszusehen. Ich grüße euch. Hi, willkommen zu meinem neuen Video. Keine Panik, immer mit der Ruhe. Ihr habt noch alle Zeit der Welt, Sachen auszusehen. Diese Panik schon wieder, die da unterwegs ist. Hast du dies schon jenes ausgesehen? Oh Gott, nein, ich habe es vergessen. Leute, es ist noch ein Haufen Zeit. Und ich sage euch, ich habe es dieses Jahr auch schon wieder falsch gemacht, weil ich mich habe treiben lassen, zu früh anzufangen mit meinen Peperonis und auch Paprikas. Schaut mal, ich zeige euch, was ich meine. Ich habe schon wieder denselben Fehler gemacht, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe, ihn nicht mehr zu machen. Was für ein Fehler? Ich habe zu früh ausgesät, aber schaut selbst. Das sind meine Paprika. Drüben habe ich auch noch die Peperoni. Die sehen auch nicht arg viel anders aus. Die sehen ja toll aus, nicht falsch verstehen. Aber Leute, wir haben jetzt Mitte März. Ich habe ja Ende Januar circa ausgesät. Und jetzt schaut mal, wie groß die schon geworden sind. Jetzt denkt ihr euch, was meckert er denn rum? Ist ja toll. Aber. Ja, das große Aber. Leute, überlegt mal. Die Pflänzchen, die kommen ja erst im Mai raus, nach den Eisheiligen. Jetzt haben wir Mitte März, wie gesagt. Das dauert noch so, so lange, bis die rauskommen. Ich pikiere die jetzt, die kommen in etwas größere Töpfchen. Und so lange muss ich die jetzt in der Wohnung, besser gesagt hier bei mir im Keller, aufrechterhalten, dass es denen gut geht. Das heißt, die werde ich definitiv auch düngen müssen. Die werden hier einfach zu groß. Deswegen wollte ich sie eigentlich immer später aussehen, hab's dieses Jahr schon wieder vergessen. Deswegen immer mit der Ruhe. Es ist wirklich noch Zeit. Ihr könnt auch jetzt theoretisch noch Paprika und Peperonis aussehen, auch wenn viele schon sagen Dezember oder Januar. Vor allem die Tomaten. Viele machen es, es spricht ja nichts dagegen, aber man hat wirklich in der Voranzucht Probleme, die Pflanzen dann vital zu halten, bis sie dann letztendlich im Mai auch tatsächlich raus können. Wenn man ein Gewächshaus hat, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Da kann man durchaus schon etwas früher anfangen. Aber wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, ihr habt noch alle Zeit der Welt. Endlich wieder Sonnenschein, es ist warm, man kann im T-Shirt raus, es ist einfach toll, alles erwacht zum Leben, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, die Insektenwelt, es ist klasse, das sehen wir auch gleich im Gartenrundgang. Wir legen auf jeden Fall gleich los, aber was gibt es generell sonst noch Neues? Schaut mal her, ich bin schwanger, heutzutage ist ja alles möglich, ich schätze mal circa 7. Monat. Nee, ich bin einfach nur fett geworden oder fetter. Das Gute ist, Leute, das ist alles bezahlt, aber mir passen meine meisten T-Shirts nicht mehr und die Hosen auch nicht. Ich werde euch dann auch, wenn ich meine Sommer-T-Shirts anhabe, die ein bisschen kürzer und enger geschnitten sind, werde ich euch das Ausmaß der Presswurst auch nochmal genauer zeigen. Ich packe euch jetzt gleich mal, dann fangen wir mit dem Gartenrundgang an. Währenddessen werde ich euch auch noch ein paar Sachen erzählen. Während ich mich jetzt schon mal vorbereite, euch in die Hand nehmen, schaut ihr euch mal die Romantik und die Erotik, die jetzt schon hier im Garten ist, an. Viel Spaß! Wenn das mit der Paarung dann hoffentlich gut geklappt hat, geht es hier direkt ans Nisten. Es ist doch wirklich der reine Wahnsinn, was da für eine Action ist. Schaut euch das mal an. Einfach klasse. Ich finde es richtig toll. Und vor allem, von wegen fertig gekaufte Nisthilfen bringen nichts, nehmen die Bienchen nicht an. Blödsinn, ihr habt gerade das Gegenteil gesehen. Also, nicht immer alles glauben, was man euch erzählt. Kauft euch ruhig das, was euch gefällt. Ein bisschen mit Hirn und Verstand, dass es nicht der totale Mist ist. Aber sowas Einfaches funktioniert auch. Ich laufe mit euch jetzt erstmal direkt zu der Treppe neben meinem Wildgehege. Das habe ich ja neu machen lassen. Das ist relativ fertig. Also sagen wir mal, es ist noch nicht schlüsselfertig. Also es ist baulich fertig, sieht dementsprechend aber noch recht nackt aus. Aber seht ihr jetzt gleich mal selbst, zeige ich euch und dann gebe ich euch auch mal eine Idee, was ich da eigentlich vorhabe. Wenn man von unten von der Wiese kommt, sieht es dann jetzt so aus. Die Treppe hier wurde neu gemacht, die wurde stark verschmälert. Das Blumenbeet kam da weg. Hier wurde eine Mauer hochgezogen, dass eben da erdreich aufgeschüttet werden kann. Wenn ich finde, werde ich euch mal einblenden, wie es vorher aussah aus der Perspektive.
Jetzt gehen wir da mal hoch, beziehungsweise näher ran, dann zeige ich euch das. Der große Baum ist natürlich hier erhalten geblieben. Und hier sehen wir dann direkt, ich habe schon ein bisschen Holz gelagert. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall noch Baustelle. Hier wird dann viel gemacht. Hier pflanze ich natürlich ein paar nette Pflanzen und Blumen ein. Hier auf der Fläche, die wir jetzt gewonnen haben, werde ich mit der Bewässerung, die da ja oben kommt, so ein bisschen was umbauen. Hier mache ich noch was für Igel und auch für Vögel und Eichhörnchen Richtung Baum dann hier hoch. Da komme ich nämlich jetzt auch besser dran, weil ich hier nämlich dann auch eine Leiter hinstellen kann. Zu meiner Linken war ja hier die Mauer. Die habe ich auch absägen lassen ein Stück. Der Zaun hier, der noch ist, der kommt weg an der Stelle. Da mache ich hier schön mit Natursteinen und so. Dann ist es mehr so eine offene Fläche hier und werde das Ganze dann halt, sage ich mal, recht schön harmonisch hier mit Pflanzen und so weiter gestalten. So sieht das aus dieser Perspektive aus. Also ihr seht ja, durch das Holz ist es jetzt alles so ein bisschen verblendet. Was ich damit mache, seht ihr mal im anderen Video. Aber ich habe hier schon ungefähr so circa 4 Quadratmeter gewonnen. Die Treppe finde ich jetzt auch viel besser, lässt sich viel besser laufen. Und zur Rechten, diese Wildecke, da muss ich mir auch generell mal einen neuen Namen einfallen lassen. Wildecke, ich halte ja keine Hirsche oder irgendwas. Ich muss mal überlegen. Das wird auch alles so ein bisschen umgestaltet. Gibt ein schönes Gesamtbild. Da wird es ein extra Video geben. Wie gesagt, extra was auch für Igel. Könnt ihr gespannt sein. Die Franzosenkäfer oder Feuerwanzen sind auch wieder im Einsatz. Hier schön am Sonnen. Die setzen sich immer dahin, wo am wärmsten ist, damit sie auf Temperatur kommen. Sehr nützliche kleine Insekten, sind auch sehr hübsch, finde ich. Vor allem macht sie nicht kaputt, denn die machen euch gar nichts. Die vernichten im Garten nämlich Pflanzenabfälle. Dazu sind sie richtig gut. Im Eingangsbereich blüht schon länger hier das Lungenkraut. Das ist richtig robust, trotz Kälte, auch Trockenheit teilweise. Schaut mal, wie schön es blüht und wächst, hat den Winter gut überstanden. Weiter hinten wird sich zeigen, ob das nochmal richtig kommt. Hier unten der kleine Farn, den hat es auch ein bisschen erwischt, könnte aber nochmal kommen. Dann noch ein Stockwerk tiefer haben wir hier Zwergspiere, die treibt wieder aus, die hat es auch geschafft. Das sieht so ein bisschen final aus, also da weiß ich nicht, ob das wieder kommt. Rechts, das sieht noch in Ordnung aus, wie nennt sich das Ding? Lilientraube, genau, da muss man mal schauen. Ist eine Schattenpflanze, aber irgendwie, na, wir werden mal sehen. Ist ja noch recht früh in der Saison. Hier unten wächst auch noch ein Lungenkraut. Das ist ein dunkles Lungenkraut, blüht auch wunderschön. Hier ansonsten verteilt überall diese ganzen Hauswurzgewächse. Die kommen auch wieder, haben den Winter auch wirklich gut überstanden. Kleine dicke Elefant hat es auch gut über den Winter gebracht. Auch die Mini-Kiwi schiebt schon die Knospen. Mal gespannt, ob sie dieses Jahr vielleicht Früchte bringt. So, hier hinter mir der Teich, da gehen wir mal weiter, da gibt es nichts Neues. Ist noch ein Riesenprojekt, muss ich mal ran, aber im Moment habe ich anderes im Garten zu tun. In meinem Himbeerbeet wachsen schon sehr schön die Sommerhimbeeren. Wie heißt die Sorte? Die Sorte Valentina. Die treiben schon schön aus und hier links nebendran, das müssen dann die Herbsthimbeeren sein. Die kommen natürlich neu aus dem Boden raus, die brauchen noch ein bisschen. Die Ramplerrose an der Treppe treibt auch hier überall wieder aus. Wird sicherlich dieses Jahr auch wieder schön blühen. Jetzt packe ich mir mal kurz das Stativ, stelle euch wieder hin und dann erzähle ich euch ein bisschen was, was ich eigentlich noch aussehen muss hier im Garten. Dann schauen wir auch mal, was der Knoblauch macht. Generell lasse ich meine Beete hier noch recht in Ruhe. Da ist ja auch noch diese Mulchschicht mit dem Heu drauf. Die Beete, die ich jetzt noch nicht brauche, die lasse ich auch erst so mal. Da kann das noch drauf bleiben. Beim Knoblauch sieht es ein bisschen anders aus. Schauen wir aber gleich, der ist schön gewachsen. Was sehe ich jetzt aus, beziehungsweise was stecke ich noch? Ich werde mal probieren, dieses Jahr solche Frühjahrssteckzwiebeln, also von normalen Zwiebeln zu setzen. Bisher habe ich es ja nur ausgesät. Mal sehen, wie es mit Steckzwiebeln klappt. Und beim Knoblauch sind nicht alle 10 aufgegangen von dem Winterknoblauch. Da werde ich mich dieses Jahr mal ein wenig am Sommerknoblauch probieren. Da habe ich nämlich auch noch Steckzwiebeln bekommen. Werde ich auch ein paar reinsetzen. Aussaat mache ich Möhren. Die mische ich ja dann wieder mit den Zwiebeln, also sprich eine Reihe Möhren, eine Reihe Zwiebeln, die vertragen sich gut. Das werde ich aussaattechnisch machen. Und genau, Salat werde ich auch mal probieren, weil wir ja noch recht kühl haben, also es ist noch nicht richtig warm. Hier draußen ist kühler als bei mir im Keller, wo meine Anzuchtstation ist. Und Salat braucht es recht kühl zum Keimen. Deswegen werde ich probieren, den Salat hier draußen auszusehen, also nicht direkt im Beet, sondern auch auf solchen Anzuchtplatten. Die lasse ich dann auf der Terrasse stehen, mal gucken, ob die da besser anwachsen. Und wenn sie schön wachsen, die Pflänzchen, kommen sie dann später hier ins Beet. Jetzt gibt es aber ein ganz großes Aber, denn
Ich zeige euch in diesem Video nicht, wie ich das alles aussehe und wie ich das alles stecke. Das habe ich ja schon öfters mal gezeigt. Ich denke, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es anders seht oder wenn ihr auch der Meinung seid. Ich finde einfach, jedes Jahr immer wieder zu zeigen, wie man zum Beispiel Tomaten aussieht und wie man sie pikiert. Gleich knallt hier die Tür zu. Macht einfach nicht viel Sinn. Also da habe ich auch ehrlich gesagt nicht so Lust drauf. Es ist ja immer dasselbe. Deswegen dachte ich mir, ich mache euch zu jedem Gemüse, was ich anpflanze, wie jetzt eben zum Beispiel die Möhren oder auch die Zwiebeln, Knoblauch, Tomaten und so weiter, mache ich euch jeweils ein gescheites Video dazu, was vor allem auch nicht so lange wird. Das konzentriert sich dann einfach nur auf das einzelne Gemüse. Ziel ist es also, dass ihr zu verschiedenen Kulturen kurze, prägnante Videos bekommt. Von der Aussaat bis hin zur Ernte, sprich auch die Pflege von den Pflanzen, was sie für Ansprüche haben und so weiter. Das aber nicht in diesem Video, wie gesagt, sondern dann in extra Videos. Im Laufe der Zeit werden es immer mehr. Apropos Aussaat, es gibt hier was zu gewinnen in diesem Video und zwar einiges an Saatgut. Bleibt dran, ich zeige euch später was und vor allem sage ich euch, was ihr tun müsst, damit ihr es gewinnen könnt. Dann haben wir noch das Thema Düngen. Das werden wir in diesem Video auch noch machen. Zeige ich euch, was ich dünge, wie ich es dünge. Der Knoblauch muss nämlich auch gedüngt werden, auf jeden Fall. Ich habe da ja auch so ein bisschen was im Garten hier geändert, was das Thema Düngen angeht. Und vor allem, schaut euch mal das Video hier oben an. Da habe ich über das Thema Dünger gesprochen, über das Konventionelle, was man von früher immer auch kannte, der mineralische Dünger, im Gegensatz zu dem organischen Dünger, den es ja natürlich auch gibt. Wer regelmäßig meine Videos schaut, der weiß, ich experimentiere gerne im Garten. Ich probiere Sachen aus, mache vor allem auch gerne Vergleiche. Deswegen wird es dieses Jahr tatsächlich auch einen Vergleich geben zwischen organischem Dünger und mineralischem Dünger. Ich denke, da werde ich Tomaten als Testobjekte nutzen. Und dasselbe werde ich auch machen im Vergleich torfhaltige Erde und Torfersatzerde. Einfach mal, um zu schauen, wie die Pflanzen sich verhalten in den verschiedenen Substraten und unter Einbezug der verschiedenen Düngerarten. Genug gesabbelt, jetzt hole ich erstmal das, was wir zum Knoblauch kippen als Dünger. Zeige ich euch. Kleinen Moment. In dem Freund hier ist nämlich noch Brennnesseljauche vom letzten Jahr drin, die ich selbst angesetzt habe. Die werde ich jetzt mal ein bisschen rumrühren. Mal gucken, ob sie immer noch so stinkt, wie sie immer tut. Und das ist genau gut auch für den Knoblauch hier. Denn das sollte man nicht zu starken Dünger nehmen. Knoblauch geht ja eher Richtung Mittelzehrer. Die brauchen schon ein bisschen was, weil das ist ja ein Winterknoblauch, den ich letztes Jahr im Oktober gesteckt habe. Die brauchen jetzt ein bisschen Nahrung natürlich auch. Und dazu bietet sich das an. Schauen wir mal nach, ob es stinkt oder ob es in Ordnung ist. Erstmal ein bisschen umrühren. Und jetzt nehme ich mal eine Nase voll. Sagen wir mal so, ich kenne Leute, die würden den Kübel dann vollkübeln. Ist es okay? Natürlich stinkt es noch. Brennnesseljauche muss auch stinken, sonst ist er nicht gut. Aber lang nicht so schlimm, wie wenn sie ganz frisch ist. Die geht auch nicht kaputt. Generell geht es da drin ja um Mineralien. Und Mineralien ist nicht wie bei Vitaminen, die recht kaputt gehen bei Temperaturen bestimmten oder auch bei Sonneneinstrahlung. Bei Mineralien ist es nicht so. Also so eine Brennnesseljauche könnt ihr auf jeden Fall im Folgejahr auch noch benutzen. Ich nehme jetzt immer so eine schöne Kelle voll, gieße es hier zwischen die rein, also die Flüssigkeit pur. Die ist schon ziemlich verdünnt vom letzten Jahr. Und morgen soll es sowieso regnen, dann geht es auch schön in die Erde rein. In der Jauche war auch schön Gesteinsmehl mit drin. Da sind auch viele Spurenelemente dabei, die gut und wichtig für die Pflanzen sind. Jetzt zeige ich es euch nochmal im Detail. Das ist jetzt zum einen die Sorte Lyubasha und zur rechten Messitrom. Und wie ihr seht, der ist richtig toll gewachsen, toll über den Winter gekommen. Da ein Stück weiter hinten nicht so aufgegangen, da werde ich es dann mal mit dem Steckknoblauch probieren. Aber ihr seht, die sind auch richtig schön dick. Das passt, die sehen toll aus. Jetzt muss man einfach mal schauen, durch diese Jauche haben sie jetzt eine schöne Nährstoffquelle, vor allem Stickstoff bekommen. Das wird denen gut tun. Und dann muss man die einfach im Laufe der Saison jetzt ein bisschen beobachten. Wenn die Blätter ein bisschen zu gelb werden oder zu hell, kann man auch gerne nochmal nachdüngen. Guck mal, ein Buchfink. Ich glaube, es ist ein Buchfink. Ich versuche mal ranzuzoomen. Ist es ein Buchfink? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Gut, dann bewegen wir uns mal Richtung Schildkröten und schauen uns auch die Bäumchen an, die ich letztes Jahr gepflanzt habe. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz die Birne an. Die Birne sieht noch recht karg aus, aber wenn ihr mal genau hinschaut, genau da, guckt mal,
die kriegt auch schon ihre Knospen. Hier an der Hauswand, da dürft ihr mir auch gerne mal runterschreiben, die Kommentare, was das ist. Ich glaube, es ist ein Immergrün. Jedenfalls blüht das auch schon sehr schön. Ja, meine Heidelbeeren. Ob die was werden, hatte ich ja die Erde ausgetauscht. Aber ja, auch neue reingemacht teilweise, die besser gewachsen sind. Aber ich vermute fast, irgendwie wollen die bei mir nicht werden. Aber warten wir mal ab, kann ja noch werden. So, dann sind wir mal bei den Schildkröten. Mir ist gerade eingefallen, düngen muss ich morgen, filmen wir morgen aber weiter, denn ich muss erst in die Firma fahren, Dünger holen. Ich habe nämlich hier keinen mehr. Jetzt schauen wir uns aber mal meine Erdbeertürme an. Turm Nummer 1, der sieht ganz gut aus. Ich glaube, von den dreien, die ich habe, sogar noch am besten. Die sind recht gut durch den Winter gekommen, möchte ich mal behaupten. Auch die werden morgen auf jeden Fall gedüngt. Die Säulennaschibirne, die treibt auch schon richtig aus. Diese Naschibirnen sind anscheinend auch immer früher dran wie die anderen Obstbäume, was das Austreiben angeht. Denn da habe ich ja auch noch eine andere. Das ist ein Naschibaum. Und wie ihr seht, treibt der auch schon wirklich sehr, sehr üppig aus. Erdbeerturm Nummer 2, der sieht schon nicht mehr so toll aus. Da sehen wir auch hier, vertrocknet, der hat ziemlich gelitten. Also ich denke mal, das ist eine Mischung aus der Kälte, dem Frost, aber vielmehr die Trockenheit. Ich habe sie halt nicht gegossen. Das möchte ich ehrlich gesagt auch nicht. Das macht keinen Sinn, immer die Erdbeertürme zu gießen im Winter. Also das müssen die schon von selbst schaffen. Ich denke aber mal, die treiben hier auch wieder aus. Die kommen auf jeden Fall wieder. Die Bananen. Wenn ihr euch erinnert, die hat es ja ganz schön verfroren. Und so sehen sie auch aus und so fassen sie sich auch an. Das sind keine Stämme mehr, die sind weich geworden, kaputt gegangen. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass die nochmal kommen, aber normalerweise würden die jetzt schon wachsen. Also haben sie die letzten Jahre. Da können wir jetzt mal gespannt sein, wann die wieder austreiben. Es bleibt spannend, Leute. Na, das sehe ich doch gerade jemand im Hintergrund, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Da möchte uns doch wohl jemand Hallo sagen. Hallo, das könnte die Emma sein. Bin mir aber nicht sicher, sie traut sich nur nicht so ganz raus, weil Emma war vorhin nämlich schon mal draußen. Na, drin ist ein bisschen wärmer als hier draußen. Ansonsten habe ich hier bei den Schildkröten ein bisschen was Schönes gemacht, das habe ich im Video schon mal gezeigt. Technisch Ablagehügel, andersrum, ein Eiablagehügel, so rum und eben auch zum Sonnen. Das wird noch schön bewachsen, sieht bestimmt toll aus. Und hier mit dem Erdhügel wird auch noch was geschehen. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Erdbeerturm. Der sieht ja auch ganz okay aus, aber zwischendurch ein paar braune Blätter. Das ist aber auch normal, wenn sie über den Winter gehen. Also der wird definitiv auch wieder schön kommen. Hier nochmal überall am Zaun wahnsinnig viele von den Franzosenkäfern. Schaut mal her, den ganzen Zaun entlang, da hinten am Brett. Stören mich nicht, ich wüsste auch nicht wieso. Hier unten eine Seltenheit bei uns im Garten, aber wunderschön, die Taubnesseln. Haben wir früher als Kinder die Blüten genommen und so ausgezuzelt, die schmecken ganz süß. Für euch jetzt ein paar Impressionen von den Schildkröten, die schon wach sind. Und wir sehen uns dann gleich morgen wieder, wenn ich hier dünge und dann wird auch der Gewinn verlost für euch. Da bin ich wieder. So, ich habe Dünger aus der Firma geholt, ein bisschen aus dem Garten noch zusammengekramt, Reste, alles organischer Dünger für Hecken, für Rosen, für, was haben wir noch? Ja, Hibiskus im Speziellen, Bärendünger habe ich dabei.
Rinderdung habe ich vergessen, aber Pferdedung in Form von Pellets. Den Rinderdung muss ich da noch holen. Den will ich in die Beete packen, wo die Sonnenblumen reinkommen. Das machen wir aber mal im anderen Video. Gleich mal wegen dem Gewinn. Aber hier habe ich auch noch Marienkäfer. Zeige ich euch gleich auch noch, was es damit auf sich hat. Jetzt erstmal zu dem Gewinn. Was gibt es für euch denn zu gewinnen? Und zwar einiges an Saatgut von mir. Ich habe ein bisschen aussortiert. Ganz viel verschiedene Sachen, jetzt gar nicht im Detail, aber ganz grob, da sind Zwiebeln dabei, da ist Borage schon mal hier, Kräuter, verschiedene Salate, Pflücksalate, Paprika, Tomaten, eigentlich von allem was, was ich eben doppelt hatte oder was ich nicht mehr brauche. Hier sehe ich auch noch ein paar Peperonis sind da dabei, also alles samenfestes Saatgut, Bio meines Wissens auch sogar alles, das könnt ihr gewinnen. Das sind meine Reste sozusagen, die ich selbst nicht mehr benötige. Wie machen wir das? Oder wie macht ihr das besser gesagt? Wie könnt ihr das gewinnen? Und zwar folgendermaßen. Ich habe ja bei dieser Garten-YouTuber Adventskalender-Verlosung mitgemacht. Leider hat sich da bis zum heutigen Tage nur einer gemeldet, trotz dass ich ja nochmal neu ausgelost hatte. Waren ja 3 Pakete. Einer hat seins bekommen. Ich hoffe, er hat sich gefreut. Die anderen beiden haben sich nie gemeldet, also generell auch die davor nicht. Ist ein bisschen schade, aber mache ich jetzt auch keine neue Auslosung. Das ist dann halt einfach Pech gehabt. Die Chance war da. Deswegen eine neue Verlosung. Und da machen wir es dieses Mal aber auch ein bisschen anders. Denn so ein Gewinn soll ja dann was für euch sein. Also sprich meine Zuschauer, die auch meinen Kanal abonniert haben, die mich immer unterstützen und so weiter. So als Dankeschön ist es ja eben von meiner Seite aus gemeint. Deswegen Teilnahmebedingungen, steht auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung, die Teilnahmebedingungen, ist auf jeden Fall, wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr meinen Kanal bitte abonniert haben. Ansonsten, wer nicht meinen Kanal abonniert hat und trotzdem teilnimmt, den kann ich bei der Auslosung dann eben leider nicht berücksichtigen. Ich hoffe, dass dadurch sich dann auch die Gewinner dieses Mal melden, weil bei den letzten war es dann eben so, die haben meinen Kanal einfach nicht abonniert, das Video nicht geschaut, in dem die Gewinner verlost wurden und ist ja dann irgendwie doof. Also, was müsst ihr tun? Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare einfach Hashtag Saatgutauslosung 2023, alles kleingeschrieben und alles zusammengeschrieben. Und ich lose das dann einfach in einem der nächsten Videos aus. Und da gibt es dann einen Gewinner, der dieses Tütchen, also es gibt einen Gewinner, nicht mehrere, der dieses ganze Paket hier gewinnt. Und sich dann da hoffentlich auch dran ergötzen kann, beziehungsweise damit auch einen Mehrwert hat und was aussehen kann, würde mich sehr freuen. Ich lasse die Verlosung jetzt einfach mal so circa 14 Tage laufen. Genaues Datum, wann es abläuft, schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und ansonsten drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das Päckchen hier gewinnt. Ich schwöre euch, bevor ich die Kamera eingeschaltet habe, war hier wieder strahlender Sonnenschein den ganzen Tag. Jetzt habe ich sie angemacht, seitdem zieht sie es hier zu. Deswegen legen wir jetzt gleich mal los, machen mit dem Dünger hier ein bisschen rum, bevor es anfängt zu regnen. Das sieht nämlich tatsächlich danach aus. Die Marienkäfer kommen nochmal in Schatten. Da zeige ich euch später, was es damit auf sich hat. Für die, die mein Video vielleicht dazu schon gesehen haben, zu dem Thema, wissen Bescheid. Für die anderen könnt ihr gespannt sein, gibt es später gleich noch mehr. Ach. Man wird älter, so lang knien. Ach. Okay, ihr seht vielleicht hier diese Duppen auf dem Boden, diese grauen mit den hässlichen Preisschildern oder Strichcodes noch drauf. Da habe ich mir solche, sieht aus wie Gießhilfen. Ich nutze es aber tatsächlich nicht als Gießhilfe, manchmal vielleicht schon, aber vorwiegend als Düngehilfe. Denn ich möchte hier bei den Schildkröten punktuell auch meine Pflanzen düngen, wie zum Beispiel den Hibiskus oder die Brombeere hier hinter mir oder auch das Bäumchen. Ich kann hier bei den Schildkröten natürlich nicht einfach Dünger hinschmeißen. Das ist für die nicht gesund, beziehungsweise der organische ist gar nicht so dramatisch, aber da drehen die völlig durch, weil der halt ziemlich stinkt, der organische Dünger, gerade wegen dem Hornmehl und so. Da fahren die voll drauf ab. Also da sind die wie von Sinnen dann und gehen da drauf los, aber das ist halt auch in gewissen Mengen für die nicht gesund. Deswegen habe ich mir so eine punktuelle Düngung gemacht. Ich verlinke euch mal hier oben das Video, in dem ich euch gezeigt habe, wie ich das gemacht habe. Blende euch aber auch mal ganz kurz ein, wie ich die ganzen Löcher hier gebohrt habe mit so einem Erdbohrer. Eigentlich ganz einfach. Also guckt es euch an, ihr seht es ja dann. Das ist ungefähr so 30 cm tief.
ging eigentlich recht schnell ratzfatz. So, da kippe ich jetzt Dünger ein. Ich nehme, wie gesagt, organischen Dünger. Festen Dünger, also Granulat, kein Flüssigdünger. Eventuell wäre hier Flüssigdünger besser, aber der ist natürlich langzeitwirkungstechnisch nicht so optimal. Deswegen versuche ich es jetzt eben mal mit Festdünger. Ich gehe davon aus, wenn man da dann alles mal Wasser reinkippt und so, dass er dann da auch gut umgesetzt wird. Einfach mal ausprobieren. Wenn ihr genau wissen wollt, was für Dünger ich verwende, ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Wenn ihr den Link benutzt, unterstützt ihr mich auch so ein bisschen. Bei Amazon dann, da kriege ich einfach ein paar Cent für, wenn ihr über den Link was kauft. Für euch kostet es keinen Cent mehr, für mich einfach eine kleine Unterstützung. Die Produkte habe ich aber alle tatsächlich selbst gekauft, kein Sponsoring. Einfach nur, wenn es euch interessiert, in die Videobeschreibung gucken, falls ihr so einen vielleicht auch verwenden möchtet. Ich kippe in die drei Löcher jetzt jeweils einen Dünger. Hier nehme ich einen Beerendünger für die Brombeeren. Für den Hibiskus hier vorne nehme ich so einen Baumstrauch-Heckendünger, nennt sich das. Und für das Bäumchen hier, ja, nehme ich auch den Baumstrauch-Heckendünger, beziehungsweise lasse ich das vielleicht auch leer, weil es gibt extra Obstbaumdünger. Ein bisschen was kippe ich, denke ich, mal rein. Zeige euch aber auch gleich mal noch beim anderen Loch, wie das dann aus der Nähe aussieht, wenn man da Dünger einfüllt. So sieht der Dünger aus. Einfach ein Pulver. Riecht echt nicht sehr lecker, wenn es noch kühl ist, wie jetzt, also noch nicht so warm, geht es. Aber sobald es richtig warm wird, glaubt mir, stinkt es richtig. Also Deckel auf und ins Loch ein bisschen was reinfüllen. So, jetzt habe ich nebendran gekleckert. Da fahren die Schildkröten gleich wieder drauf ab. Deswegen möglichst alles rein. Deckel zu. Bei Gelegenheit kippe ich dann da nochmal Wasser nach. Beim Baum gehe ich jetzt mal ganz kurz schauen. Ich glaube, ich habe nämlich einen extra Obstbaumdünger. Wartet mal ganz kurz. Gefunden, wusste ich es doch. So, das mache ich tatsächlich jetzt auch direkt. Nehme ich gleich den richtigen Dünger. Obstbäume kann man so ein-, zweimal im Jahr düngen. Einmal im Frühjahr, im Sommer dann vielleicht nochmal. Ich verrate euch aber mal ein ganz kleines Geheimnis. Diese ganzen verschiedenen Dünger. Klar, die sind so ein bisschen optimiert für die jeweilige Pflanze, wie Obstbäume zum Beispiel. Aber unterm Strich ist es eigentlich immer dasselbe. Gerade bei den organischen, die Ausgangsstoffe und so, ist eigentlich fast immer das Gleiche. Es wird schon ein bisschen optimiert, gerade so für die Blüte oder für die Phase, wo dann die Früchte dranhängen. Das macht schon Sinn, einen speziellen Dünger zu nehmen. Aber wenn ich jetzt den Obstbaumdünger beim Hibiskus hinkippen würde, würde der auch keine Äpfel kriegen. Also das würde da auch ganz gut funktionieren mit dem Düngen. Also im Hinterkopf behalten. Normalerweise, wenn das jetzt nicht hier bei den Schildkröten wäre, würde man auch so einen Obstbaumdünger recht breitflächig im Kronenbereich, also auf dem Boden dann, so breit wie die Krone ist, da dann ungefähr auch den Dünger streuen und in den Boden mit einer Hacke ein bisschen einarbeiten. Aus den vorhin genannten Gründen kann ich das hier eben wegen den Schildkröten nicht machen. Hier haben wir einen Schmetterlingsflieder. Da habe ich auch so ein Röhrchen reingehauen. Und da zeige ich euch jetzt mal aus der Nähe. Wie gesagt, das ist so eine Marotte von mir. Die muss ich noch wegmachen, die Schilder. Jetzt seht ihr mal. Da geht es dann runter. So ungefähr 30 cm, vielleicht 30 bis 40. Und da hauen wir jetzt ein bisschen was von dem Dünger rein. So. Einfach rein damit. So. Da noch ein bisschen. Und wie gesagt, bei Gelegenheit kippe ich dann da erstmal ein bisschen Wasser nach. Ihr seht jetzt, es ist da drin. Natürlich braucht es schon ein bisschen Feuchtigkeit, damit die Bodenlebewesen es umsetzen können. Wichtig, immer einen Deckel drauf, dass keine kleinen Tierchen, Insekten reinfallen und da drin verenden. Das muss ja nicht sein. Deswegen habe ich da einen Deckel drauf gepackt. Vielleicht mache ich da irgendwann mal noch einen Stein oder so drauf, damit es nicht so ganz doof aussieht. Die Deckel gab es leider nur in Grau. Bei meinem Erdbeerturm muss natürlich auch gedüngt werden. Da ist ja nicht so viel Erdreich drin. Das heißt, das muss man schon öfters mal düngen. Eventuell auch Erde nachfüllen. Das werde ich dann hier auch bei Gelegenheit das tote Blattwerk alles ein bisschen rausarbeiten. Und dann kippe ich da eben auch einen schönen Beerendünger. Hier seitlich so ein bisschen rein. In jede Etage ein bisschen. Hier oben beim Siob. Wie gesagt, das macht nichts, da kann man auch den Beerendünger reinpacken. So, ich nehme mir aber mal die Schaufel, damit geht es besser. Wo ist sie hin? Da ist sie. Also ihr seht nochmal,
Vorhin habe ich euch in der Kamera den Baumstrauch-Heckendünger gezeigt. Das ist jetzt der Bärendünger. Optisch kaum zu unterscheiden. Das Ganze sollte man dann so ein bisschen noch ins Erdreich einarbeiten, damit es nicht vor allem durch den Wind wegfliegt. Einfach mit der Schaufel oder mit einer kleinen Hacke aufpassen, dass man die Erdbeeren nicht kaputt macht. Und das Angießen wird hier später der Regen erledigen. Und wir gehen jetzt mal zu den Marienkäfern. So, ihr seht jetzt maximal meine Hände und meine Beine, hier ist ein bisschen eng. Ich habe hier eine Marienkäfer-Auffangstation gebaut. Warum, wieso, weshalb und viele Infos über Marienkäfer verlinke ich euch. Ich glaube, da oben in der Ecke könnt ihr euch das Video gerne mal anschauen. Da wisst ihr auch, warum ich das mache. Und dann wisst ihr auch, warum ich hier schon wieder Marienkäfer mitgebracht habe. Zwar hier sind wieder einige drin, aus der Firma mitgebracht. Und die kommen jetzt da rein. Und dann können sie hier sich's gut gehen lassen. Wie ihr seht, diese Tellerchen, da ist Essen drin. Das sind zerschnittene Rosinen mit ein bisschen Wasser. Das essen die sehr gern, wie ihr sehen könnt. So. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt auch schönes Wetter, seid schon richtig schön am Werkeln im Garten. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt wieder öfter sehen, im Garten vor allem bei schönem Wetter. Ich freue mich das nächste Mal wieder auf euch. Macht's gut, bis dann. Ciao, euer Jonas.